Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Folge Nummer 3. Für heute geplant ist ein Training und ein kleiner Formcheck. Beides wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht. Das Training kann man aber auch wie so eine Art Formcheck nehmen oder vielleicht mehr als so eine Art Leistungsstandüberprüfung. Ich werde mir so ein paar Übungen raussuchen und dann meine aktuelle Performance überprüfen, weil Kraftwerte ohne Trainingspartner kann man immer sehr schwer überprüfen, vor allem bei Übungen wie Bankdrücken oder ähnliches. Außerdem bin ich es momentan eh nicht gewohnt, mit schweren Gewichten zu trainieren, deswegen will ich da schon alleine aus Verletzungsrisiko das jetzt nicht so an die Spitze treiben. Deswegen habe ich mir gedacht, lege ich den Fokus auf die Wiederholungszahl. Bedeutet, ich mache so lange 10 Wiederholungen, wie es halt geht, aber erhöhe halt von Satz zu Satz das Gewicht. Also angenommen, ich fange mit Bankdrücken an, dann im ersten Satz, weiß ich nicht, irgendwie 80 Kilo, 10 Wiederholungen geschafft, dann danach 90, 10 geschafft, dann 100, dann sind es vielleicht nur 8 und das wäre dann meine aktuelle Leistung, beziehungsweise der aktuelle Stand, den ich dann festhalte und das Ganze dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr nochmal mache. Und dann schaue, was ich da so getan habe. Denke, damit werde ich das Verletzungsrisiko etwas minimieren, aber trotzdem noch so eine Leistungsabfrage haben, die ich dann über die Zeit auch miteinander vergleichen kann. Von der Übungsauswahl habe ich gedacht, nehme ich einfach die typischen Powerlifting-Übungen, also Squats, Deadlifts und Bankdrücken. Bei Bankdrücken war ich mir auch von vornherein sicher, das mit reinzunehmen. Womit ich ein bisschen gehadert habe, waren so die Squats, weil da zum einen die Technik noch nicht so richtig on point ist und zum anderen habe ich ja bei Deadlifts auch schon die Beine mit dabei. Mir wird es besser gefallen, wenn es etwas strukturierter aufgeteilt ist und nicht irgendwie nur 2/3 Beine. Deswegen fliegen Squats raus und mit rein nehme ich dann Klimmzüge und Seitheben. Dann habe ich so ziemlich alle Muskelgruppen mit drin. Bei Bankdrücken wäre das Brust, Trizeps und ein bisschen die vordere Schulter. Bei Klimmzügen der Lat und Bizeps. Bei den Deadlifts Beine und Rücken. Und dann noch zum Schluss die Schulter halt beim Seitheben. Könnte auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Ich bin sehr gespannt auf Deadlifts, weil wann habe ich das letzte Mal gemacht? Ist schon ein bisschen her. Auch wie es beim Bankdrücken laufen wird, kann ich so erstmal überhaupt nicht einschätzen, weil ich ja jetzt die letzten Wochen im höheren Wiederholungsbereich gearbeitet habe. Immer so bei 15 bis 20 Wiederholungen und jetzt mal auf 10 Wiederholungen runtergehe, aber dafür das Gewicht erhöhe. Also da bin ich gleich jedenfalls sehr gespannt. Über die Reihenfolge habe ich mir jetzt so noch keine Gedanken gemacht. Das werde ich dann vermutlich entscheiden, sobald ich mich aufgewärmt habe. Ich habe so vor rund einer Stunde noch eine Kleinigkeit gegessen. Da gab es 150 Gramm Haferflocken mit einer Banane und wieder ein bisschen Schokolade. Jetzt fühle ich mich soweit ziemlich fit, deswegen ziehe ich mich um und leg dann los. Ich habe mir eben gerade beim Aufwärmen so ein paar Gedanken gemacht, mit welcher Übung ich anfange und bin zum Entschluss gekommen, dass es vermutlich am sinnvollsten ist, mit Deadlifts zu starten. Schon alleine deswegen, weil es mit Abstand die anstrengendste Übung ist, die heute ansteht. Wenn ich jetzt dafür irgendwie Bankdrücken mache oder Klimmzüge, werde ich das definitiv bei der Übung dann merken. Allerdings wäre es auch gut möglich, dass ich dann dadurch in den anderen Übungen ein bisschen limitiert bin. Aber das werden wir dann später herausfinden. Also Deadlifts. Ich habe mich vernünftig aufgewärmt, habe schon einige Einführungssätze gemacht. Ich überlege gerade, aber es waren schon ein paar. Ich habe angefangen mit 40 Kilo, dann waren es 70, dann waren es 90, 110 und jetzt zum Schluss 130. Ich bin aber so ab 110 nicht mehr zu den 10 Wiederholungen gegangen, sondern habe immer so 6 Stück gemacht. Und ich glaube, dabei werde ich es auch belassen, weil 10 Wiederholungen schon wirklich für die Übung ziemlich viel ist. Werde ich dann jetzt für die kommenden Gewichte 6 Wiederholungen anpeilen und dann gucken, wie lange ich das Gewicht erhöhen kann. Die 140 liefen noch ziemlich gut, vor allem habe ich noch keine Zughilfen und auch noch keinen Gürtel, das werde ich aber später ändern, vermutlich jetzt. Was ich bei Deadlifts aber sehr empfehlen kann, ist es, sich die Schienbeine zu schützen. Ich wickel da immer so Bandagen drum, weil im Idealfall sollte die Langhantel die Beine berühren und bei mir ist es halt so, dass das Geriffelte direkt an den Schienbein langratschen würde und dann dementsprechend die Haut abreibt. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Hantel sauber gemacht habe. Außerdem gibt es ja auch keinen Grund, warum man es nicht machen sollte, weil so, wozu unnötig die Haut abraspeln, wenn man einfach was drunter machen kann, gut ist.
Ich bin gerade echt am Überlegen, ob es heute so schlau ist, auf 170 zu gehen. Die 160 gerade liefen ja ziemlich gut. Nur die Sache ist halt, ich hatte eine relativ lange Pause von der Übung und ich weiß halt nicht, ob es dann so schlau ist, jetzt schon direkt so hohe Gewichte zu nehmen. Auch von der Kraft her wird es halt gehen, weil die 160, so ein paar Wiederholungen hätte ich noch geschafft. Vielleicht noch so mit Hängen und Würgen zwei Stück. Was ich aber trotzdem ziemlich gut finde, ist, dass immer noch ziemlich viel Kraft dort ist, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen mit vergleichsweise leichten Gewichten trainiert habe. Also das freut mich schon mal so ein bisschen. Ich hätte echt gedacht, dass mir die 160 schwerer fallen werden. Aber damit bin ich soweit eigentlich ziemlich zufrieden und ich glaube, ich belasse es dabei auch für heute. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich die 170 definitiv nicht sechsmal geschafft hätte. Von daher habe ich ja jetzt schon so einen kleinen Anhaltspunkt fürs nächste Mal. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mit Bankdrücken weiter. Bis 80 Kilo bin ich jetzt schon mal hochgegangen, habe in jedem Satz auch die 10 Wiederholungen gemacht. Ich überlege jetzt aber gerade, wie ich weitermache, ob ich jetzt erst 90 nehme und dann 100 oder ob ich jetzt direkt auf 100 gehen soll, weil ich vermute mal, dass ich die 10 Wiederholungen mit 100 Kilo noch schaffe und dann bei 110 Schluss sein wird. Würde es aber ungern so einen hohen Sprung machen, weil ich die in den letzten Wochen ja maximal 80 Kilo genommen habe und dann halt versucht habe, in 3 Sätzen die 20 Wiederholungen zu erreichen. Aber auf der anderen Seite ist 100 Kilo ja eigentlich mein normales Trainingsgewicht, von daher sollte es eigentlich kein Problem sein. Also dann jetzt der nächste Satz mit 100. Die 100 Kilo haben sich von Anfang an so schwer angefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich noch einen 10. geschafft, aber ich war mir nicht ganz sicher. Deswegen, bevor ich da nicht mehr hochkomme, habe ich es dann einfach bei 9 belassen. Ich will jetzt aber trotzdem mal die 110 probieren und schauen, was da noch so geht. Dann haben wir auch fürs nächste Mal nochmal einen besseren Richtwert. Das waren doch 5 ganz schöne Wiederholungen. Damit bin ich auch ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ich überlege gerade, wann es das letzte Mal war, als ich schweres Bankdrücken gemacht habe. Das letzte Mal war ungefähr da, als das mit den Schulterproblemen losging. Ist ja schon ein paar Monate her. Von daher bin ich mit dem Ergebnis eigentlich ziemlich zufrieden. Muss aber auch sagen, dass ich mich noch so ein bisschen ärgere. Und zwar bei der ersten Übung, also bei den Deadlifts, hätte ich mit den 160 vielleicht noch so ein paar Wiederholungen geschafft. Weil ich hatte halt noch so im Kopf, ja, 6 Wiederholungen und dann ist gut, weil ich ja eigentlich auf 170 gehen wollte. Im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, aber dafür ist jetzt noch alles dran. Ich kann vernünftig weiter trainieren. Außerdem habe ich es beim nächsten Mal ein bisschen einfacher, dann 9 persönlichen Rekord zu setzen. Gut, dann geht's jetzt weiter mit Klimmzügen. Da werde ich einen kleinen Einführungssatz machen und dann schaue ich mal, wie viel ich am Stück schaffe.
Ich habe jetzt auch mal zwei Sätze gemacht, um zu schauen, ob ich vielleicht beim zweiten mehr schaffe. Kommt ja manchmal vor, aber war jetzt hier nicht der Fall. Ich habe gerade ehrlich gesagt auch vergessen, wie viele ich im ersten geschafft habe. Im zweiten waren es 7. Ich meine, im ersten waren es 10. Ich habe jetzt auch hier drauf geachtet, dass ich mich jedes Mal kurz aushänge und dann mit dem Kinn die Stange berühre oder halt mit dem Kinn sogar ein bisschen über der Stange bin. Macht es auch ein bisschen einfacher, das beim nächsten Mal dann zu vergleichen. Also dann geht es weiter mit der letzten Übung, Seitheben. Im allerersten Satz habe ich einfach 5 Kilo Scheiben pro Arm genommen und damit so 15 Wiederholungen gemacht. Im zweiten Satz hatte ich 9,5 und jetzt im letzten 12. Im letzten wurde es so ab ungefähr 8 Wiederholungen anstrengend, aber die 10 habe ich trotzdem noch geschafft. Deswegen gehe ich jetzt 2,5 Kilo hoch, habe dann dementsprechend 14,5 Kilo pro Arm und ja, versuche dann wieder die 10 Wiederholungen zu erreichen. Ich habe auch übrigens eben gerade mal auf die Uhr geschaut und ich bin einfach schon 2 Stunden und 15 Minuten dabei. Keine Ahnung, was da so lange gedauert hat. Ich vermute, es liegt echt an den Deadlifts, weil ich da zum einen echt viele Sätze gemacht habe, auch zwischen den einzelnen Arbeitssätzen ziemlich lange Pause hatte. So bei 5 Minuten war ich eigentlich mindestens. Und dann noch beim Bankdrücken noch so ein paar Einführungssätze, auch die Schulter so ein bisschen warm gemacht. Ich habe da die Gummibänder genommen und so ein bisschen die Außenrotatoren bearbeitet. Und denke, das hat einfach schon alleine ziemlich viel Zeit gekostet. Aber egal, ich hatte ja über eine Woche Pause, von daher ist das schon okay. Also dann jetzt erstmal der nächste Satz Seitheben und mal gucken, ob ich dann noch einen mache. Ich habe jetzt eben gerade den kleinen Formcheck abgedreht, der kommt dann jetzt gleich, also das Posing. Teilweise haben sich die Muskeln auch schon verkrampft, aber ich bin jetzt auch schon wirklich eine lange Zeit dabei. Habe jetzt auch schon ultra Hunger, deswegen werde ich mir gleich direkt nach dem Duschen irgendwas Geiles zu essen machen. Aber an sich war es das dann für heute. Wie gesagt, das Posing blende ich gleich ein. Weiter geht es dann in 2 Tagen mit dem letzten Special. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder da mit dabei seid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein.